Benedikt Brusch, unsere Sportfreundin trennen sich am Ende gegen Ennepetal mit 2:2. Ein leistungsgerechtes Ergebnis oder war mehr drin? Es war auf jeden Fall mehr drin und ja, die erste Halbzeit ist gut, spielen wir wirklich einen guten Ball. Führen schnell 2-0, hätten das 3-0 machen müssen, hatten Chancen auf jeden Fall. Dann kriegen wir halt einen dummen Konter und dann, ja, dann haben wir so ein bisschen wieder ins Spiel geholt und alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Wie gesagt, erste Halbzeit war sehr gut und dann zweite Halbzeit sind sie früh angelaufen, haben uns ja einen Schneid ein bisschen abgekauft und dann ja, ist es auch schwierig, dann am 2-2 noch das 3-2 zu machen. Wenn wir jetzt 3-0 machen, ist hier Schicht im Schacht auf jeden Fall. Ja. Ihr wart jetzt mit 2 Siegen im Rücken heute in die Partie gegangen, also Selbstvertrauen war da. Kannst du dir erklären, warum man dann in der zweiten Halbzeit vielleicht nicht irgendwie den Deckel drauf macht? Was lief falsch bei euch oder was lief nicht gut? Es lief nicht gut in der zweiten Halbzeit. Die sind natürlich auch, wie gesagt, die sind aggressiver draufgegangen, sind früher draufgegangen. Wir haben uns da vielleicht, wir waren nicht direkt da, wir hatten nicht die Spannung wie in der ersten Halbzeit und natürlich ist man auch ein bisschen, wenn man das 2-1-Rekord verletzt hat und schon die letzten 5 Minuten in der ersten Halbzeit gemerkt hat, dass die eben kommen und ja, ist halt ein bisschen schwierig dann. Wie gesagt, wenn wir das 3-1 hier machen in der zweiten Halbzeit oder das 3-0 schon früher, dann ist hier, brauchen wir jetzt hier, stehen wir hier und reden über den Sieg und ja. So ist halt, ja. Ja. Unglücklich gelaufen, ne? Wenn wir jetzt trotzdem mal das Gute daraus nehmen, wir haben jetzt aus den letzten 3 Spielen 7 Punkte geholt. Das ist, denke ich mal, eine gute Ausbeute. Ja. Jetzt am Mittwoch geht es dann auch schon weiter. Sind diese englischen Wochen, also man spricht ja mal davon, sie sind mal gut, mal schlecht. Im Moment vielleicht in einer Phase, wo es auch eigentlich trotzdem ganz gut läuft? Ist eigentlich ganz gut. Also wir sind im Rhythmus drin. Und wir haben ja die 2 Spiele vorher wirklich auch guten Fußball gespielt. Das war ja nicht irgendwie Zufall. Wir haben auch hier guten Fußball gespielt. Manchmal reicht es nicht. Und wie gesagt, aber wir sind auf jeden Fall jetzt drin, der Rhythmus ist da und also ich finde, die englischen Bauern sind gut und alles gut, alles sind fit. Ja. Nick Volk, unsere Sportfreunde trennen sich vom TuS Ennepetal 2:2. Leistungsgerechtes Ergebnis oder am Ende doch etwas enttäuschend? Naja, am Ende enttäuschend, weil am Ende hatten wir eigentlich auch noch ein paar Chancen, hätten vielleicht dann eigentlich den Sack zumachen können, aber wenn man jetzt so die Chancen sieht von Ennepetal, von uns, war schon ausgeglichen. Aber gerade die erste Halbzeit war sehr gut, dann zweite Halbzeit ein bisschen schleifen lassen. Aber wie gesagt, gegen Ende hätten wir schon noch, also vor allem auch ich hatte 1-2 Chancen, die hätte ich machen können. Dann gewinnen wir das Ding 3-2. Ja, zu den Chancen wollten wir jetzt sowieso kommen. Du hattest am Ende 1-2 sehr gute Gelegenheiten. Wie siehst du die Situation jetzt im Nachhinein? Ja gut, den Rechtsschuss, wenn ich den ein bisschen mehr nach links setze, geht er rein. Und dann einmal, wo ich einen Schritt, ja, sagen wir mal, zu langsam war, hätte ich meinen Körper vielleicht besser reinstellen können. Das sind dann so Sachen. Jetzt ist es auch zu spät, ich kann nur drüber reden. Im Nachhinein sagt es einfacher, genau. Dennoch, eine Partie, 2:2 hatten wir gesagt, das Endergebnis, eine sehr turbulente Partie, hätte wahrscheinlich auch 4-4 oder 6-6 ausgehen können. Aber ihr seid dennoch im Moment in einem guten Lauf. Kann man das so sagen, jetzt mit 7 Punkten aus 3 Spielen? Ja klar, wie gesagt, 3 Spiele jetzt nicht verloren. Es lief ja auch gut. Also es ist ja jetzt nicht, dass wir heute irgendwie schlecht gespielt haben oder so. Heute hat einfach der Sieg gefehlt. Am Ende den Sack zumachen, das war eigentlich alles. Und wir sind auch im Lauf, auch im Training jetzt. Man muss wirklich sagen, jeder gibt alles. Wir fighten immer. Und also Tendenz geht nach oben. Dominik Dabrich, unsere Sportfreunde trennen sich vom TuS Ennepetal mit 2:2. Gerechtes Ergebnis oder am Ende etwas zu wenig? Ja, leistungstechnisch gesehen, glaube ich, ist schon zu Recht, weil erste Halbzeit waren wir ganz, ganz deutlich besser. Und zweite Halbzeit hat Ennepetal das besser gemacht, wobei wir hinten raus vielleicht 2-3 klarere Chancen haben. Aber wenn man 2-0 aus der Hand gibt, so leichtfertig, dann muss man sagen, dass das am Ende einfach, ist das auch okay. Ja, eine sehr turbulente Partie, insgesamt 4 Treffer, hätten wahrscheinlich am Ende auch 6 oder 8 sein können, wie auch immer verteilt. Hast du Ennepetal in der Form auch erwartet? Ja gut, die haben von den letzten 5 Spielen 4-mal gewonnen, glaube ich, ne? Auch gegen ASC gewonnen. Ist schon eine gute Mannschaft, glaube ich, vor allem jetzt aus den letzten Wochen heraus. Haben wir im Hinspiel auch gemerkt, taktisch sehr gut eingestellt auf uns gewesen im Hinspiel. Deswegen haben wir uns für die erste Halbzeit auch was überlegt, was gut funktioniert hat. Und dann hat der Gegner wieder in der Halbzeit umgestellt. Und ja, uns fehlt ein bisschen die Cleverness, dann da so ein bisschen unsere Nuancen im Spiel zu ändern, dass wir damit auch dann zurechtkommen. Ist ein Lernprozess und tut halt heute richtig weh, weil die erste Halbzeit war so brutal gut, dass wir eigentlich da müssen wir, glaube ich, 4 oder 5 Sachen zu Ende spielen und dann ist hier auch alles klar. Ja.
und lassen halt nur Kontersituationen vom Gegner zu. Und die kann man halt im Fußball auch nicht immer verhindern. Aber ich glaube, wer als Zuschauer hier war, hat, glaube ich, 12, 13, 14 Torchancen gesehen. Da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Ja. Du versuchst ja auch immer mit der Mannschaft einen gewissen spielerischen Ansatz zu spielen oder auch nachvollziehen zu lassen. War die Mannschaft dann aber heute vielleicht in der einen oder anderen Situation etwas zu verspielt? Erste Halbzeit gar nicht, glaube ich. Erste Halbzeit war sehr, sehr gut. Haben wir gut so die Balance gefunden. Das haben wir vor dem Spiel auch nochmal ganz groß angesprochen. Balance finden ist wichtig, dass man weiß, wann man vielleicht mal nach hinten wegspielt und es nicht erzwingt. Bis auf das beim Gegentor, weil da war es genau wieder dieses Problem. Zweite Halbzeit, ja, wie gesagt, der Gegner hat umgestellt und wir können dann so ein bisschen schwierig nur aus unserer Haut. Und man kann da mal einen Ball lang spielen, aber faktisch ist, auch gegen eine Umstellung vom Gegner kann man ja wieder sich spielerisch auch befreien. Und das vermisse ich manchmal so ein bisschen, dass die Spieler das aus dem Training, weil da machen wir es eigentlich oft, dass wir viele Sachen eigentlich nicht einschleifen lassen, sondern dass man viel einfach verändert, damit die Spieler eine Lösung finden. Und das vermisst man im Spiel manchmal, weil die Lösung war heute dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut. Wenn man es mal geschafft hat ins letzte Drittel, dann war es auch immer gefährlich. Und da sollte man als Spieler dann draus lernen und dann sieht man den nächsten Ballverlust und denkt so, ja, Lerneffekt gleich null. Passiert, muss man aufarbeiten und ich finde aber trotzdem, wir haben eine gute Handschrift im Spiel, wir spielen einen attraktiven Fußball und uns fehlt manchmal einfach diese Cleverness, das in ein Ergebnis umzumünzen. Wir haben ja jetzt dennoch aus den letzten drei Spielen 7 Punkte geholt. Ist das auch erstmal jetzt so ein Stück, wo du sagst, da kann ich jetzt erstmal zumindest durchatmen, wir haben jetzt gut Punkte geholt und gehen jetzt mit einem positiven Lauf in diese englischen Wochen, die jetzt noch verblieben sind? Ja, ich habe relativ früh mich ja schon von der Tabelle gelöst, nachdem eigentlich klar war, dass nicht mehr so viel passieren kann. Ich habe da auch so ein bisschen so eine verquere Philosophie, wo mich nicht jeder versteht. Ich gucke immer, wie die Mannschaft Fußball spielt und habe 100% die Überzeugung, dass die Art und Weise, wie wir spielen, eigentlich erfolgreich sein muss, wenn wir es mal 90 Minuten durchziehen. Ja. In Dortmund haben 75 Minuten gereicht, hier haben halt 45 jetzt nicht gereicht. Aber wenn wir die Qualität der ersten Halbzeit auch in der zweiten Halbzeit gebracht hätten, dann hätte man sich über das Ergebnis, glaube ich, nicht unterhalten müssen. Viele Ansätze waren gut und am Ende fehlt das Ergebnis und das nervt und das müssen wir im Sommer ganz dringend in den Griff kriegen, weil wenn es dann wieder um Abstieg oder sonst was geht, zählen halt am Ende die Punkte und da gebe ich dann den meisten anderen Zuschauern auch recht, es zählt halt oft der Punkt. Ja. Mit 7 Punkten aus 3 Spielen kann man, glaube ich, zufrieden sein. Ich glaube aber auch, dass die Spiele vorher nicht so schlecht waren, wie die Ergebnisse das ausgedrückt haben. Jetzt mal eine Frage, die auch so im Laufe der letzten Tage aufkam. Wir hatten oder haben mit Tim Geller und Yannick Wolf 2 Spieler aus der Stammelf, die den Verein verlassen in Richtung Regionalliga. Du hattest auch eben den Lernprozess angesprochen. Bist du ein Stück weit auch stolz, dass einige Spieler wirklich diesen Sprung von der Oberliga in die Regionalliga hier in Siegen mit der Mannschaft in diesem Jahr gemacht haben? Ja, natürlich ist man da ein Stück weit stolz drauf. Also wir standen im Sommer ja vor dem, man weiß es nicht, vor dem Nichts ist vielleicht zu viel, aber man kannte kaum Spieler. Ich habe dann recherchiert und mir was rausgesucht und na, wie man das halt so dann macht, wenn das sein Job ist, in Anführungsstrichen. Und dann darf man, glaube ich, nicht erwarten, dass eine Mannschaft mit 16 Neuzugängen gefühlt aus dem Nichts, aus A-Jugend, Landesliga, auf einmal so einen Fußball spielt. Und ich glaube, dass auch mit der sportlichen Leitung klar abgesprochen war, wir wollen einen Cut machen. Der ist auch passiert personell und der ist auch fußballerisch passiert. Also wir stehen nicht mehr so tief, zumindest in den meisten Spielen, wie das vielleicht in der letzten Saison, vielleicht auch der Regionalliga geschuldet. Aber wie wir oft gestanden sind, wir versuchen flach Fußball zu spielen, ist vielleicht auch geschuldet, dass wir sehr klein sind, aber auch, weil wir im Trainerteam das bevorzugt haben wollen. Wir haben die Spieler, die das auch wollen und ich glaube, das ist das Wichtige, dass die Spieler da sind und sagen, wir können uns damit identifizieren. Ja. Wir wollen das auch so und ich glaube, dass jeder Spieler sagen muss, dass er deutlich besser geworden ist in der Saison. Und ich glaube, dann hat man schon gar nicht so viel falsch gemacht. Dass jetzt Tim Geller weggeht, dass Yannick Wolf weggeht, ist im Fußball so, aber ich glaube, da werden die Woche nochmal 2, 3 Veröffentlichungen kommen, was unseren Kader angeht, aus den eigenen Reihen. Und wenn man 15, 16, 17 unserer Spieler hier behalten kann, dann ist das, glaube ich, eine sehr gute Quote und in Siegen hat es das auch lange nicht gegeben. Und da muss man der Mannschaft auch nochmal vielleicht ein Jahr Zeit lassen, um vollends ihre Qualität zu entfalten, weil sie ist halt heute auch wieder 21,0 gewesen. Und ich glaube, wir werden noch eine Menge Spaß haben, wenn die Mannschaft ihr volles Potenzial mal entfalten kann.